Jedes Mal, wenn man glaubt, dass es nicht noch schlimmer werden kann, kommt Palantir und beweist uns allen das Gegenteil. Und ich hatte schon in meinem letzten Video, bevor die Quartalszahlen veröffentlicht wurden, ganz genau erklärt, dass ich denke, dass Palantir wieder crashen wird. Einige von euch hatten mir sogar geschrieben, dass sie Gewinne mitnehmen konnten aufgrund meines Videos, sind aber natürlich wie immer keine Handlungsempfehlungen diese Videos, das wisst ihr aber auch. Und trotzdem müssen wir hier einmal auf die Quartalszahlen eingehen, denn es sind wirklich ein paar schockierende Sachen rausgekommen und ich selber muss für mich als Investor, denn ich bin in Palantir investiert, hier ein Fazit ziehen. Das werde ich euch auch ganz genau verraten, wie ich damit umgehe. Dementsprechend wird das auch kein Video sein, wo ich jetzt positiv über Palantir spreche und das Ganze hype. Wenn ihr jetzt einfach nur eine Bestätigung sucht, um in Palantir investiert zu bleiben, dann klickt bitte hier jetzt an dieser Stelle weg. Denn wir werden heute ganz genau auf die Risiken und die Probleme von Palantir eingehen. Und wenn dich das interessiert, dann solltest du auf jeden Fall ganz genau zuhören und dir das ganze Video anschauen. Und falls du dich generell für solche Updates und Analysen von Investments interessierst, dann solltest du den Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und als erstes schauen wir uns hier den Chart der Palantir-Aktie an. Da hatte ich auch schon im letzten Video gesagt, worauf ich achte, warum die Aktie nach unten fallen wird. Hier haben wir jetzt diesen Crash gesehen von knapp minus 20% bei Palantir. Zum Glück konnte der eine oder andere von euch hier oben Gewinne mitnehmen. Das freut mich. Ich hatte ja auch schon zwei, drei Videos davor so Trade-Möglichkeiten erklärt, wo man hier auf dieser Support-Linie hätte einen Trade eröffnen können. Für mich persönlich wäre spätestens hier oben der Moment gekommen, um Gewinne mitzunehmen. Und die Gründe dafür sind extrem simpel. Denn an erster Stelle haben wir ja den RSI-Indikator, den ich auch im letzten Video thematisiert habe. Der war im Überkaufbereich. Das ist ein Indiz dafür, dass die Aktie bereit ist zu dippen. Zusammen mit den Earnings von Palantir, die historisch gesehen jedes Mal verkackt werden oder fast jedes Mal verkackt werden, war für mich eigentlich klar, dass die Palantir-Aktie abstürzen wird und genau das ist ja auch dann passiert. Jetzt haben wir aber wirklich noch ein paar andere Probleme, die ans Licht gekommen sind und Palantir hat jetzt auch drei Quartale aufeinanderfolgend die Earnings verkackt. Das heißt, die Erwartungen der Analysten wurden nicht getroffen und jetzt müssen wir dementsprechend uns wirklich ganz genau die Risiken und die Probleme von Palantir anschauen. Und hier muss erstmal jedem Einzelnen von uns bewusst sein, wir sprechen immer noch über ein Wachstumsunternehmen, das noch keinen Gewinn generiert. Dementsprechend müssen wir uns darauf verlassen, dass Palantir es irgendwie schafft, den Umsatz extrem zu steigern und daher schauen wir auch jedes Mal auf das Umsatzwachstum. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann werden wir hier wirklich einige miese Tücken finden bei Palantir, die man nur beim zweiten oder dritten Hingucken findet. Vor allem neue Investoren werden damit Probleme haben, die stellen sich dann teilweise positiver dar, als es halt eben ist. Das muss man einfach ganz klar sagen, das ist ein ganz großes Problem. Mein Vertrauen als Investor verliert man dann, wenn man solche Spielchen spielt, wenn man Präsentationen ändert oder irgendwelche Zahlen aus der Präsentation entfernt, die man in den letzten Quartalen aber noch gezeigt hat und so weiter und so fort. Wir sehen das hier zum Beispiel einmal beim Umsatz, ist um 26% gestiegen, sieht extrem positiv aus, vor allem für jeden, der jetzt neu dazukommt. Aber an anderer Stelle muss man ganz klar sagen, vorher hatte Palantir beim Outlook eigentlich noch eine Prognose abgegeben, dass der Umsatz mindestens um 30% gestiegen wird jedes Mal und das war eigentlich auch so das Ziel, das war auch etwas, was ich persönlich als sehr, sehr bullisch empfunden habe. Dementsprechend habe ich auch Palantir bis hierhin gefeiert. Jetzt muss man sagen, hat Palantir das Ganze auf einmal rausgenommen, hat hier komischerweise konkrete Zahlen reingeschrieben, also extrem konkret, was schon ein bisschen komisch ist. Und wenn man das Ganze einmal durchrechnet, dann kommt man natürlich deutlich unter die 30%. Gefällt mir persönlich nicht. Man hätte hier auch einfach transparenterweise sagen können, hey, wir haben gerade Probleme, Krise auf der Welt, Inflation, was auch immer. Die 30% werden wir nicht hinkriegen. Wir versuchen das Ganze aber trotzdem anzupeilen. Wäre meiner Meinung nach besser gewesen. Wenn wir uns die Präsentation weiter anschauen, dann finden wir hier auch noch viele weitere Probleme, die wir ganz genau hier auseinandernehmen. Zum ersten einmal Umsatzwachstum im kommerziellen Bereich ist hier das erste Mal nach unten gefallen. Also wir sehen hier vorher 54%, jetzt 46%, also 8% weniger als im Quartal davor. Das ist ein definitiv großes Problem für mich persönlich. Das war nämlich einer der Hauptgründe, warum ich in Palantir investiert habe. Und wenn ich hier nach unten gehe, dann weiß ich persönlich zum Beispiel, dass in den USA Palantir im kommerziellen Bereich extrem gewachsen ist bisher. Wir hatten es gesehen im letzten Quartal 136% und selbst da haben die anscheinend ein Problem. Also irgendwie haben die Verkäufer, das Verkaufsteam von Palantir anscheinend selbst dort ein Problem. Und wenn ich hier weiter runtergehe, dann sehe ich natürlich auch im staatlichen Bereich, dass dort das Ganze zurückgegangen ist, war für mich persönlich bis jetzt noch kein Problem gewesen, denn ich hatte auch zum Beispiel in vielen Videos gesagt, hey, das ist das Ziel, dass das hier langsam aber sicher runtergeht, dafür aber das hier nach oben geht. Jetzt sehen wir aber wirklich in jedem einzelnen Bereich, dass es langsam aber sicher abnimmt. Das heißt, das stagniert und sollte Palantir hier nicht schaffen, hier eine Trendumkehr durchzuziehen, dann haben wir natürlich sehr, sehr große Probleme beim Aktienkurs von Palantir. Denn wenn wir uns eine weitere sehr wichtige Kennzahl anschauen, die vielleicht nicht jeder von euch auf dem Schirm hat, die Net Dollar Retention, dann sehen wir, dass die derzeit bei 119% liegt.
war aber im letzten Quartal bei 124. Das heißt, selbst dort sind die zurückgegangen. Diese Kennzahl sagt im Endeffekt aus, ob Palantir es schafft, mit den Mehrausgaben der Bestandskunden die Kundenausfälle und Kündigungen zu überkompensieren. Also schaffen die es damit, das Ganze mehr als auszugleichen. Und da muss man ganz klar sagen, das Ziel ist jedes Mal hier über 100 zu sein, und dass es langsam zurückgeht, ist gar nicht mal so positiv. Vor allem, wenn man das zum Beispiel mit Snowflake vergleicht, ist ja auch so ein Unternehmen, mit dem man gerne Palantir immer wieder vergleicht, dann sehen wir, dass hier die Kennzahl bei ungefähr 180% ist. Zusätzlich muss man noch anmerken, dass Palantir ja auch die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt hat. Dementsprechend wurden die Earnings verfehlt. Wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir, dass Palantir immer noch Geld verliert. Was man positiv anmerken kann, ist hier einmal der Bruttoprofit. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann ist der sehr, sehr stark gestiegen. Und auch die Ausgaben sind lustigerweise ein bisschen gefallen. Das ist auch sehr positiv, wenn man sich das Ganze anschaut. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, verliert Palantir hier Geld. Und wenn sich der eine oder andere von euch wundert, okay, wo ist denn das Hauptproblem von Palantir, dann kann ich euch das Ganze hier auch einmal zeigen, und das sind die Total Stock Compensations. Also das heißt, das ist diese Aktienverwässerung, die ich immer wieder anspreche in meinen Videos. Das heißt, das sind diese Aktienpakete, die die Mitarbeiter von Palantir bekommen. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass es langsam aber sicher runtergeht. Also es ist weniger geworden. Aber es ist immer noch eine wirklich sehr, sehr große Zahl. Also insgesamt ist das um 30% zurückgegangen. Trotzdem muss man ganz klar sagen, das ist eine immer noch sehr, sehr extreme Zahl. Und vor allem, wenn ich mir angucke, dass die Mitarbeiter diese Aktienpakete bekommen, dafür aber der Umsatz nicht weiter gesteigert werden kann, weil die Verkäufer oder das Verkaufsteam, wie auch immer, nicht schafft zu performen, dann fragt man sich doch wirklich ganz klar als Investor, okay, warum kriegen die diese Aktienpakete? Insgesamt muss man ganz klar sagen, war das ein wirklich sehr, sehr schlechtes Quartal für Palantir. Meine Schlussfolgerung aus dieser Geschichte ist, dass ich nicht weiter nachkaufen werde bei Palantir. Ich werde die Aktie erstmal weiter halten, werde mir das Ganze mal anschauen, werde mir auch das nächste Quartal mal anschauen, vor allem den Earnings Call von Alex Karp, wie er das Ganze präsentiert, den fand ich wirklich katastrophal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, falls ihr das gesehen habt. Würde mich wie immer sehr, sehr stark interessieren. Ich muss aber ganz klar sagen, ich hatte in vielen meiner Videos gesagt, wenn der Kurs extrem weiter nach unten fällt, dann werde ich nachkaufen. Jetzt erstmal nicht mehr. Das ist für mich ein definitives Zeichen, wo ich meine Position nicht weiter erhöhen werde, sondern ich werde mir jetzt ganz genau anschauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt in den nächsten Quartalen, und dann werde ich das Ganze halt nochmal neu entscheiden.